Hallo, ich bin Johanna aus der Stiftsapotheke. Heute beschäftigen wir uns mit Bockshornklee, Trigonella Fernum Graecum. Bockshornklee wurde schon von den alten Ägyptern angebaut. Er verbreitet sich über Jahrhunderte bis hinauf in unsere Breitengrade. Besonders Benediktinermönche bemühten sich, ihn in ihren Klostergärten zu akklimatisieren, um seine Wirkung nützen zu können. Hildegard von Bingen nannte den Bockshornklee, besonders den Bockshornklee-Samen, als ein Heilmittel gegen Hautkrankheiten. Auch Pfarrer Sebastian Kneipp lobte diese Heilpflanze und setzte sich für ihren Anbau ein. Bockshornklee enthält die Aminosäure Histidin, welche Leberschädigungen entgegenwirken soll. Als Teeaufguss ist er vor allem in China, Indien und Tibet bekannt. Dort wird er als Hustenmittel zur Reinigung der Atemwege, aber auch bei vorübergehender Appetitlosigkeit eingesetzt. Bockshornklee wird in der Pflanzenheilkunde auch als Begleitmedikation bei Diabetes mellitus eingesetzt. Denn er führt zur Senkung des Blutzuckerspiegels und wirkt somit antidiabetisch. Bockshornklee-Samen kann auch äußerlich angewendet bei leichten Hautentzündungen seine Wirkung entfalten. Sogar im Sport finden wir Bockshornklee-Samen wieder, da dieser den Spiegel des bioverfügbaren und freien Testosterons auf natürliche Weise steigern kann. Freies Testosteron kann die Synthese der Proteine Aktin und Myosin aktivieren, welche freigesetzt werden, wenn der Muskel kontrahiert. Dies kann den gewünschten Muskelaufbau unterstützen. Um das ausdauernd tun zu können, benötigt der Muskel diesen Treibstoff, denn jede Bewegung kostet Energie. In Kombination der Mikronährstoffe Bockshornklee-Samen und D-Ribose, einem weiteren wichtigen Vitalstoff des Energiestoffwechsels, der die Energie der Körperzellen steigert, können sich positive Effekte auf Kraft, Ausdauer und erhöhte Leistungsfähigkeit einstellen. Ihre Muskeln fühlen sich fit und werden es Ihnen danken. Sport müssen Sie allerdings immer noch machen, denn jeder Muskel benötigt Bewegung. In unserer Stiftsapotheke empfehlen wir gerne Kombinationspräparate aus Bockshornklee-Samen und D-Ribose. Das war es von heute von mir aus dem schönen St. Lambrecht. Alles Gute, lasst eure Muskeln spielen und bleibt fit, eure Johanna.